Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder Thema Sportscards, Sport Mystery Boxes. Und zwar habe ich Post aus Dänemark bekommen von einem etwas kleineren Store, der auch Mystery Packs anbietet. Und zwar Sports Mystery Packs, die ganzen durchnummeriert. Kosten das Stück, die Umrechnung ist immer ein bisschen schwierig, roundabout 30 Euro. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Es war ein sehr netter Verkäufer. Es war über einen Online-Store auf Instagram. Heißt, das kann kompletter Bullshit sein. Das kann aber auch richtig geil sein. Heißt, wir machen 3 Short-Clips jeweils mit einer Mystery-Box über die nächsten Wochen. Ich fange jetzt einfach mit der Mitte an. Und dann schauen wir mal, ob ich meine Value wieder rausbekomme. Ganz kurz vorab, es läuft immer noch unser Gewinnspiel von MysteryCards.de, wo ihr for free Blister und Dexboxen für Pokémon gewinnen könnt auf meiner Instagram-Page tcg-brolaxo. Heißt, da gibt es für euch noch was abzuräumen. Natürlich jagen wir immer noch die 100 Subscriber. Besonders, weil ich gesehen habe, über 60%, die meine Videos gucken, haben keinen Sub dagelassen. Würde mich sehr freuen, ihr helft damit mir, ihr helft mit der Community und bei 100 Subs gibt es wieder ein dickes Gewinnspiel, heißt Sub da lassen und Short Video Nummer 1 geht raus, Mystery Pack Round 2 Nummer 31, Cartons würden sagen, den richtigen 31er haben wir erwischt, also ich könnte schwören, ich ziehe hier jetzt einen Vintage Pokémon Pack hier raus, aber ich befürchte, dem ist nicht so, es ist eingesleeved. Ich glaube, ich fühle Toploader. So ist es. Und oh, ich sehe Sealed Stuff. Heißt, wir gehen komplett lost hier rein. 30 Euro auf der Uhr und wir schauen mal, was wir rausbekommen für 30 Euro. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Bei der Series. Wir starten mit Tops Paolo Maldini und Daniel Maldini. Nicht nummeriert, ich lege die Karten hier unten mal ab. Also, Base Card. Darunter haben wir Jadon Sancho und Erling Haaland. FIFA, Golden Lord of Football. Müsste ein Sticker oder müssten zwei Sticker sein, okay. Dahinter haben wir Phil Foden. Auch als Sticker von England. Da bin ich überhaupt nicht drin. Das war jetzt straight so bei mir in die Sammlung. FIFA Stickers. Golden Ball of Football 2017. Okay. Dahinter haben wir dreimal Premier League Sticker von 2021. Und dahinter haben wir 2 Packs La Liga Santander. Ich denke, das ist Panini. Ja, es ist auch Panini. Und von der Füllung her sind das auch Sticker. Heißt für mich, Pack Nummer 1 war auch ein richtiger 31er. Ohne dem Kollegen zu nahe treten zu wollen. Das sind 2-3 Euro an Wert. Das ist Bullshit. Wir schauen uns die anderen Mystery Boxen an. Sollten die anderen genauso sein, verlinke ich euch den Kollegen gerne in den Shownotes. Und dann könnt ihr ja euch selber mal euer Bild von der Seite machen. Das erste Ding war auf jeden Fall eine dicke Enttäuschung. Bleibt mir nur zu sagen, bleibt dran, bis zum nächsten Mal und drückt mir die Daumen, dass es besser wird.